Moin, willkommen zurück zu Let's Play Ark Storytime. Wir haben ein kleines Problem in der Base und zwar, das habe ich letztes Mal nicht reingeschnitten, wir haben hier einfach so ein riesiges Knäuel an Rexen stehen, weil die sich die ganze Zeit paaren und weil die ganze Zeit die Eier ausgerodet werden, weil die Klimaanlagen da in der Nähe sind. Mega dumm, die ganze Geschichte hier. Ich habe eben schon für eine Stunde aufgenommen und habe dann versucht, die ganzen Rexe hier wegzumachen, dann ist das Ganze eskaliert. Die ganze Base war down, die ganzen Dinos in der Base waren down, nichts mehr zu retten. Deswegen versuchen wir das eben irgendwie zu fixen und holen dann das nach, was ich quasi schon aufgenommen habe. Ich versuche mal irgendwie, dass ich jetzt alle hier soweit, ja, geclaimed bekomme, was auch immer, damit die hier wegkommen und keine Rexe mehr nachproduzieren. Weil ich kann die jetzt hier nicht platt machen in der Base, weil dann machen die einfach alles kaputt und wir haben auch keinen großen Zaun gebaut oder sonst irgendwas. Und das Ding ist, hier sieht man es auch, die paaren sich die ganze Zeit noch weiter, obwohl ich auch das Männchen, was hier drin steht, halt nicht mal auf Paaren stehen habe. Das ist total dumm. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Hier schaut das mal an, wie viele da stehen, wie viele Namen das sind. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob die sich auch noch weiter paaren, wenn die nicht geclaimed worden sind, ob die dann einfach automatisch auf Paaren stehen, was halt kompletter Mist ist, meiner Meinung nach. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier drin was angreifen und wäre instant down, weil mich alle dann mit angreifen würden. Das, ich hack da, glaube ich, jetzt einfach mal rein eben, weil wir haben die meisten Rexe, glaube ich, geclaimed. Wenn nicht, versuche ich es halt nochmal von vorne. Ich glaube, wir haben es. Bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht so aus, als hätten wir das jetzt tatsächlich geschafft. Sehr schön. So, die Base ist wieder aufgeräumt, denke ich zumindest. Da sollte jetzt niemand mehr irgendwie Kinder kriegen. Das war ganz komisch, weil ich halt den einen Rex auf nicht paaren gestellt habe, trotzdem die ganze Zeit noch wieder Rexe dazu kamen. Und ich dachte, okay, Klimaanlage ist ja weit genug weg, sodass sie nicht ausgerodet werden. Denkst du? Und auf einmal hatten wir irgendwie, ich glaube, eben, nachdem ich halt eine Stunde schon aufgenommen hatte, hatten wir so 50 Rexe in der Base stehen. Und die sind komplett eskaliert, haben alles kreuz und klein geschlagen. Kurz und klein? Kreuz und klein? Kurz und klein wahrscheinlich. Und dadurch wäre einfach der Fortschritt, wie gesagt, aus 13 Folgen weg gewesen, was ungefähr so 26 bis 30 Stunden sind, plus minus. Und das wäre ziemlich schlecht gewesen. Ich habe ein Backup geladen und ich habe daraus gelernt, ich werde jetzt auch jedes Mal nochmal ein Backup, nämlich anlegen, denn ich musste zum Beispiel den Basilo nochmal neu zähmen. Das Game hat nämlich genau da gespeichert, wo wir den Basilo am Zähmen waren. Deutsch. Kanek. Ich wollte euch da im Prinzip auch nur über in Kenntnis setzen. Der Basilo sagte, oh, der ist jetzt nicht dabei. Aber wir brauchen den Basilo im Moment sowieso nicht. Also einfach, damit ihr Bescheid wisst, dass ich euch da nicht übergehe, weil jetzt ein Schritt, der notwendig war. Wir können aber trotzdem mal eben was machen mit dem Basilo. Das ist ja ein Weibchen und das heißt jetzt einfach Perla. Und genau, wir kommen mal zu dem, was wir heute eigentlich machen wollen. Und zwar wollen wir einen Tuso heute zähmen. Den haben wir letztes Mal schon gesehen und dafür haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also wir brauchen schwarze Perlen und dafür müssten wir einen Alpha-Moser killen. Hatte ich in der Folge bzw. in der Aufnahme eben schon gemacht. Hat auch funktioniert und wir hatten übertrieben viel Glück einfach dabei. Muss man einfach auch so sagen, wie es ist. Denn der ist wieder an die Wasseroberfläche geschwommen. Ähnlich wie der Plesio damals, als wir ihn gezähmt haben. Und dann habe ich ihn versucht abzubauen mit dem Plesio. Ich habe aber keine schwarzen Perlen rausbekommen und habe dann versucht, ihn abzubauen im Otter und habe auch keine schwarzen Perlen. Ach, hier ist schon die Wand? Das ist schon die Wand, ja? Weiter geht's gar nicht raus ins Wasser. Okay, weird. Hab auf jeden Fall versucht, mit dem Otter ihn abzufarmen. Das hat auf jeden Fall auch nicht funktioniert. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelernt, dass ich das wohl mit einer Spitzhacke machen sollte. Jetzt habe ich natürlich die gute Spitzhacke wieder in der Base gelassen. Ich finde diese Wand übelst creepy, ehrlich gesagt. Guck mal, dass wir den Alpha Moser wieder finden, den vielleicht mal abbauen diesmal. Mit der Spitzhacke wieder schwarze Perlen rausbekommen, denn die brauchen wir ja, um den Tuso zu zähmen und was reimt sich übrigens auf Tuso. Ganz genau. Uso. Ist ja klar. Okay, hier ist der Level 90er Alpha Moser. Wir brauchen den Level 20er. Den haben wir nämlich down gekriegt und das werden wir diesmal auch wieder schaffen. Oh, ich spoiler das Ganze schon. Wir werden auf jeden Fall den jetzt wegklatschen, den Alpha Moser. Und dann werden wir die Skillpunkte benutzen, um nochmal auf Leben zu skillen, damit wir mehr Leben haben, damit wir den Tuso dann so ein bisschen baiten können. Wenn ich denn jetzt den Alpha Moser Level 20 hier wiederfinde. Jetzt ist halt wirklich mal die Frage, wo dieser blöde Alpha Moser ist. Und das ist der Level 20er, da ist er wieder. Wo ist denn jetzt aber denn der Level 90er hin? Vielleicht kriegen wir den ja wieder so schön gezogen, dass er hochschwimmt. Ach, die sind beide nebeneinander. Das ist ja herrlich. Ihr teamt wieder ab, ja? Und der Plesio. Zu einem Überfluss der Plesio. Ich finde Unterwasserkämpfe einfach so nervig, weil die Viecher, die ich jetzt hier habe, alle so was von nicht agil sind. Und dadurch ist es einfach nur ultra anstrengend und langwierig, dann hier so mal so ein Plesio zu killen, den ich halt locker weghaue eigentlich vom Ding her. Ich meine, der macht 54 Schaden. Wir machen 520. Was will der hier? Sag mal, irgendwie bekomme ich auch keinen Skin mehr für die Pistole. Den Leuchtpistolen-Skin bekomme ich gar nicht mehr, wenn ich hier jemanden kille. Im Plesio zumindest. Und ich habe gerade einen Alpha... ich habe gerade einen Alpha-Megalodon gekillt. Und da gab es auch nichts. Und für den Alpha-Moser, den ich vorhin gekillt habe, gab es auch nichts in meinem Inventar dazu. Das ist ein bisschen komisch. Wir versuchen es einfach mal. Wir können ja dann hochschwimmen. Die ziehen ja nicht so weit aggro, was ja ganz praktisch ist. Ich verstehe die Haie nicht, weil die immer dazukommen. Egal was ist, das ist halt so maximal sinnlos von denen eigentlich. Oh,
Oh, es kommt noch ein Plesio dazu. Oh, das ist so unnötig und die machen mir immer so viel Schaden. Nein. Der macht 108 Damage. Was soll das denn? Das hängt da an der Wand. Ich hoffe, der bleibt da jetzt mal so fest. Unsere Chance ist erstmal ordentlich Damage zu machen. Das ist genau eigentlich das, was wir wollten. Genau das wollten wir. Jetzt ist es nämlich nur Linksklick, 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 bis er endlich down ist. Oh, der macht aber auf einmal 176 Damage. Ganz schön sauer ist er da auf einmal. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn wieder hochgetrieben. Das ist gut, dann kommt er wieder auf sein Leben nicht klar. Wenn man ihn nach oben zieht, dann macht er eigentlich nichts mehr. Da hat er vorhin auch nicht mehr angegriffen. 23.000 Leben noch. Da ist er nämlich komplett überfordert mit. Der weiß gar nicht, was er jetzt machen soll. Das ist mega gut. So, da haben wir ihn. Sehr schön. Plesio ist nochmal aufgestiegen. Wir hauen halt alles ins Leben rein. Aber ich verstehe es nicht. Ah, der hat 100 Bären drin. Der hat noch einen Raketenwerfer-Skin. Alpha Moss. Yeah. Let's go. Also man muss die gar nicht mehr abbauen, Mann. Die haben einfach ein Inventar. Alles klar. Das ist ja ganz praktisch. Also haben wir jetzt 100 Stück, aber das wird nicht reichen. Kann ich den jetzt mal hochheilen die ganze Zeit und können wir uns nochmal den nächsten Alpha-Mosser vornehmen. So, knapp auf 14k Leben wieder hochgeheilt. Das ist ja interessant, aber bei dem Alpha-Megalodon lag keine Tasche eben dabei. Wurde das eventuell gepatcht, dass man jetzt selber ans Inventar rangehen musste, Dinos, damit man es nicht direkt reingeportet bekommt? Irgendwie Donnerstag war es noch so. Wir können mal eben hier gucken, ob wir hier ein Inventar hätten. Ja, da liegt jetzt auch der Skin drin. Hier bekommt man scheinbar jetzt gerade nicht mehr so. Warum auch immer. Wir gucken aber trotzdem mal, ob wir den nächsten Alpha jetzt hier. Der ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne? Das ist klar. Wo meine erste Taucherflasche ist weg. Kommen halt einfach nicht ran. Diese Wand, ne? Die ist so. Die hätten sie sich auch komplett sparen können. Jetzt kommt wieder ein Plesio dazu. Wir haben hier immer gegen Alpha Mosa und Plesios die Kämpfe. Der Damage macht er 135, also gar nicht so viel mehr als der andere. Wir müssen nur deutlich mehr Leben runterkriegen. Was sollten wir hinbekommen? Vor allem, wenn er jetzt schon die Aktion macht. Vor allem, wenn er jetzt schon die Aktion macht und da hochfährt. Da können wir jetzt schon ordentlich Damage reinziehen. Da haben wir das Problem, dass zwei Plesios, glaube ich, gerade mich attackieren. Ja, Plesios sind so nervig. Ich meine, ich bin auf einem drauf, ne? Aber die sind so ultra nervig. Die machen mir immer so viel Damage. Ja, und der Alpha-Moser will jetzt natürlich runter wieder. Müssen wir mal im Auge behalten. Das ist gut, dass er weiter hochgeht. Das ist für uns ideal gerade. Am besten wäre, wenn er noch ein Stück hochkommt, dann kann er gar nichts mehr machen. Der wird uns, glaube ich, auch nicht angreifen, solange er unten in seinem Gebiet ist, weil die sind ja so programmiert, dass sie nur auf einer gewissen Höhe agieren. Leider geht er gerade wieder runter. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass keine Qualle ankommt, mich hier runterzieht. Oh, jetzt macht er doch nochmal einen Hit. Und er geht weiter hoch. Das ist so geil. Das ist das Beste, was passieren kann. Ah, jetzt geht er auch runter. Schade. Hauptsache, er geht aber erstmal komplett auf den Boden. Der haut auch komplett ab. Der gackt einfach mal. Treffen aber auch nicht. Oh nein, jetzt kommen die Aale. Die machen viel zu viel Damage. Und noch ein Plesio dazu, weil alleine reicht er nicht. Warum greifen die sich denn nicht mal gegenseitig an? Jetzt haben wir auch ihn hier wieder in der Kante drin stecken, wo sein Freund vorhin auch schon war. Der sehr gut einfach nur Damage zu dir die ganze Zeit. Was geht hier ab? Das gehört, glaube ich, nicht so. So, haben wir ihn auch wieder. 15 Level oben drauf. Müssen wir gleich mal gucken, auf was wir da genau skillen. Ich habe auch noch ein Level oben drauf bekommen. Okay. Sauerstoff vielleicht oder so, weil ich schneller schwimme unter Wasser. Ich glaube, so ein Ding war das. Yeah. Den Zahn wollen wir haben, die Perlen wollen wir haben, die Spitzhacke wollen wir haben. Theoretisch bräuchten wir noch einen einzigen Moser, glaube ich, damit wir tatsächlich genügend Perlen haben. Weil 250 sollten reichen, hätten wir 300. Ich glaube, man verteilt die immer in so 50er Stacks an den Kraken. Wir brauchen ja deutlich weniger als das, was im Dodo-Deck steht, weil es halt Singleplayer-Einstellungen sind. Das ist schon mal gut. Das hat sich auch echt gelohnt. Also waffentechnisch war das ja eben eine richtig gute Ausbeute und jetzt von den Werkzeugen nochmal, ist es auch nicht schlecht auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt noch einen Alpha-Moser finden würden, könnten wir den sogar legen, weil meine Scooper hält noch genügend und hier hat auch noch ein bisschen Fleisch, um den Plesio hochzuheilen. Dauert natürlich jetzt umso länger bei 20k, aber mit 20k sollte der auch genügend Leben haben, um dann gegen den Tuso anzukommen, wenn der ihn grabbt. Also Alpha-Mosers unter Wasser liegen ist jetzt nicht so heftig schwer, wie ich es mir vorgestellt hätte. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Und da vorne ist er. Tuso Teudis! Level 95. Ich suche eigentlich gar keinen. Ich suche eigentlich nach Alpha. Das Ding ist, laut Dorodex soll der ein Intervall haben. Also soll der 5x50 Perlen fressen. Tendenziell wird der eher ein bisschen weniger brauchen. Weil Singleplayer ist. Ich würde aber trotzdem gerne noch einen Alpha-Motor vorher legen, glaube ich. Bevor wir da rangehen. Weil wir könnten jetzt versuchen. Oh, ich habe einen Cowboy-Hut, einen Jägerhut. Wofür habe ich denn den Jägerhut bekommen? Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt mal versuchen. Wir haben ja jetzt hier 50 Stück und er frisst jedes Mal 50. Weiß nicht. Muss ich mein Tier dafür auf Passiv pfeifen, damit das funktioniert? Wir schauen mal eben. Ich habe mich ein bisschen dazu informiert, aber halt nicht komplett. Ich glaube, ich stelle ihn mal auf Passiv ein. Angriff hatte diesmal 14. Das heißt, er macht schon ordentlich Damage, ne? Okay. Erster Try, ein Tuso zu zähmen. Ja, euch kann ich jetzt hier halt gar nicht gebrauchen. Ne? Das wisst ihr selber auch. Jetzt greift er an, oder? Okay.
Ach was. Ach was. Ach was. Ach, come on. Ach, come on. Ich mache hier so ein Hackmeck davon, dann ist das so ein Ding oder was im Singleplayer? Ach, Leute. Das ist doch ein Scherz. Ich mache hier eine ganze Folge daraus Vorbereitung und dann ist das so ein Ding oder was? Will mich ja echt nicht beschweren, ne? Aber das war echt schon low, also ganz ehrlich. Da habe ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen mehr Herausforderung erwartet gerade auch, ne? Der heißt jetzt Thaddeus Tentakel hat einen Sattel drauf. Wir könnten theoretisch schon leveln. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich erstmal Nahkampfschaden, weil es sind einfach 14k Leben, die hier Thaddeus Tentakel jetzt drauf hat. Wir gucken mal, was so abgeht. Gut, das mit dem Greifen wird man wahrscheinlich üben müssen, dass wir da nicht zu nah rangehen. Weil er sich dann wendet. Wir können mit C, können wir nicht mit C irgendwie sowas machen? Haha! Niemand kriegt uns mehr. Dann schauen wir doch mal, was jetzt hier abgeht. Vielleicht kriegen wir mal so ein Hai gepackt oder sowas. Aber in dem Griff mache ich immer nur 100 Damage tatsächlich. Ja, ist mir aber auch egal, weil ich kann einfach nach und nach eingreifen. Der kann mir zwar da noch Damage machen, aber das war es dann irgendwie auch. Ich muss sagen, also die macht natürlich Spaß zu spielen, aber ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass es dann tatsächlich so schnell gehen sollte, dass ich sie jetzt gezähmt habe. Das sehe ich noch nicht ganz so ein, ehrlich gesagt. Wir schauen mal. Irgendwie noch ein Alpha-Megalodon oder so mal eben weghauen. Ein Plesio. Wir könnten doch auch ein Plesio mal zur Abwechslung packen. Das wäre doch mal schön. Das ist ein riesiger Riesenfisch. Den kriege ich bestimmt nicht gepackt. Kann man den packen? Nö. Ah, der macht aber auch nicht so viel Damage tatsächlich. Also, dann kriegen wir den ja weg. Jo. So viel zu dem Thema. Hatten wir da nicht irgendwo noch ein Alpha von gesehen? Dann können wir den auch mal eben kurz zerlegen. Also, ich muss sagen, es ging mir einfach zu schnell, diesen Tintenfisch zu zähmen. Und er macht unglaublich viel Spaß zu spielen. Aber er ist halt auch heftig OP, ne? Muss man so sagen. Jetzt hat man den und jetzt ist halt einfach nur noch alles zack, weg. Und das ist der Alpha sogar. Der hat aber genauso viel Leben wie der andere. Dürfte halt minimal mehr Schaden machen. Jo. Das war's dann mit ihm. Okay, Kapitänsmützen-Skin. Und wir haben so ein bisschen Alpha-Tran bekommen. 14 Level on top. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir haben das Spiel durchgespielt. Das Seelevel ist durch. So, das Ding hat jetzt 30k Leben, 504 Damage. Wir gucken mal weiter. Aber im Prinzip, das Wasser war ein furchteinflößender Ort und das hat sich jetzt geändert. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil jetzt die ganzen Rochen kommen und sich da im Kopf festsetzen und ich die jetzt gerade nicht angreifen kann. GG an dieser Stelle. Ach, hör mir auf jetzt. Das kann nicht wahr sein. Kann ich ihn jetzt bitte reiten? So, das wurde jetzt mal ein bisschen eng. Aber das war jetzt auch nur wegen dieser... Die Mantas sind halt eine richtige Schwachstelle für ihn. Und da hätte ich vielleicht darauf achten sollen, dass da nicht zu viele jetzt gerade von da sind, wenn ich den Alpha-Megalodon auseinanderpflücken will. Wobei es sind immer noch 8k Leben. Es sieht einfach nur eng aus. Also es ist doch gar nicht so eng. Das war's. So, das Wasser haben wir jetzt dominiert. Wir haben das Wasser quasi durchgespielt irgendwie. Also mit dem Tuso können wir da einiges machen. Der hat jetzt 40k Leben, hat genug Damage, den er dealen kann. Also eigentlich alles gar kein Problem mehr. Da sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt, um jetzt auch dann die Höhlen dort zu machen. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal noch andere Höhlen bzw. brüten ein bisschen weiter. Wir haben noch zwei Höhlen offen, die relativ easy sind, die wir auf jeden Fall dann nicht mit Skipper, sondern mit Kowalski. Wo ist er denn? Ja, mit Kowalski abschließen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gibt es dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Action. Ich bin mit dem Wasser erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und